Die besten Kartfahrer der Welt treffen sich in Deutschland, in Wackersdorf. Heute war Tag 1, der Freitag. Heute gab es die freien Trainings, die Zeittrainings und die ersten Heats. Und bei mir ist mir niemand vom Kartmagazin. Richtig geil, dass die Kart WM nach Deutschland kommt. Ja, mega geil. Seit 2011, 6 Jahre mussten wir warten, dass die Weltmeisterschaft wieder in Deutschland ist. Und ja, das ProKart Raceland hat sich hier ganz schön rausgeputzt nochmal. Ist ja eh schon mit die modernste Strecke hier in Deutschland. Aber wenn man jetzt sieht, was Stefan Fritsch und sein Team hier die letzten Tage noch geleistet hat. Wir haben eine neue Brücke über die Strecke, wir haben neue Streckenbegrenzungen, wir haben eine Video-Wall, wir haben eine Tribüne. Heute waren schon über 1000 Zuschauer hier, also wirklich Mega-Event an diesem Wochenende. Genau, und die Zuschauer freuen sich, strömen an die Strecke. Also wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt, hier vorbeizukommen, nutzt das. Und wir wollen noch kurz zusammenfassen, was heute passiert ist. Die Deutschen waren nicht so gut, wie wir gedacht haben. Ja, würde ich jetzt vielleicht gar nicht so sagen. Wenn wir vielleicht mit der Königsklasse, mit der Klasse KZ anfangen, da, wo ja auch das Weltmeisterschaftsprädikat ausgeschrieben wird, schnellster Anthony Abbas, für mich mega Rückkehr, nachdem er sich bei der Europameisterschaft verletzt hat, seitdem kein Rennen mehr gefahren ist und jetzt hier wieder zurück ins Kart gestiegen ist. Ja, super Leistung von ihm, mal eben auf die Pole in diesem wirklich starken Feld. Dahinter Marijn Kremers hat unterstrichen, dass er mit zu den Top-Fahrern gehört. Ja, der amtierende Champion Paolo Di Conto, 14. Da ist auch noch alles möglich. Morgen warten 4 Heats. Ja, und schnellster Deutscher, Leon Köhler auf Platz 19, unser amtierender Europameister, feiert am Wochenende sein Debüt in der KZ-Klasse. Und ich finde schon eigentlich ein ganz ordentliches Ergebnis. Das ist der erste Part, wie du schon sagst, wo der Weltmeistertitel vergeben wird. Es gibt auch den Supercup, die KZ2. Genau, der ZIG 4 International KZ2 Supercup, so ist die genaue Bezeichnung. Eigentlich ja, ähnlich zu vergleichen wie die DSKM und die DSKC in der deutschen Meisterschaft für Leute, die sich da auskennen. Ja, 118 Teilnehmer oder 113 sind wir jetzt wirklich am Start. Unglaubliches Teilnehmerfeld, darunter 23 Deutsche. Und nach dem Zeittraining lagen unglaubliche 104 Fahrer innerhalb einer Sekunde. Also die Leistungsdichte und das Niveau ist da unglaublich. Ja, morgen geht es in unzähligen Heats, muss man sagen, dann wirklich um den Einzug ins Finale. Nur die besten 34 sind am Ende dabei. Und da würde ich sagen, aus deutscher Sicht stehen wir richtig gut da. Daniel Stell auf Platz 2, also für den Mach 1-Piloten eigentlich dann doppeltes deutsches Paket da vorne. Und für mich wie Phönix aus der Asche, Alexander Schmitz, 8. Nachdem es ja eigentlich so, kann man fast sagen, die letzten 2 Jahre bei ihm eher so ein Auf und Ab war, hier mit Platz 8 nach dem Zeittraining kann man sicherlich durchaus zufrieden sein. Der DSKM-Champion 2015. Wir berichten morgen weiter, wir melden uns morgen zurück. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns eine kurze Info oder abonniert die Kanäle vom Kartmagazin oder von Getstam Official. Bis dann, bis morgen. Bis morgen, ciao.